Hand nehmen. Pamela, Primo lässt das gar nicht anbrennen. An der Spitze zunächst aber die beiden Pacemakerinnen, wobei die junge Dame, die da vorne wegläuft, ein bisschen zu schnell unterwegs ist. An zweiter Stelle im Moment Claudia Hoffmann. Pamela Cerimo hat sich jetzt ein bisschen zurückfallen lassen. Und das ist die Spitze. Veronika Schwasser aus der Tschechischen Republik. Dahinter Claudia Hoffmann. Und dann Anita Kohler aus Polen, Pamela Cerimo, sie geht jetzt an die zweite Stelle, Cerimo hinter Hoffmann. Und auf der Gegengeraden kommt jetzt die Kenianerin, vorbei an Claudia Hoffmann, sie ist in Führung, Pamela Cerimo. Kann Claudia Hoffmann sich da anhängen? Kelly McNeese dahinter. Oh,